Guten Tag, Frau Ravet. Sie bereiten einen Bericht über die politischen Rechte von Menschen mit Behinderungen, eine Frage der Demokratie. Könnten Sie uns bitte die Ziele Ihres Berichts vorstellen? Gerne. Es ist so, dass derzeitig also Menschen mit Behinderung noch nicht in jedem Lebensbereich die gleichen Rechte haben. Das wollen wir ändern. Wie Sie schon sagten, es ist eine Frage der Demokratie, dass die Rechte von Menschen mit Behinderungen sichtbarer werden. Und dazu will ich auch mit meinem Bericht beitragen. Wir wollen die politische Partizipation von Menschen mit Behinderungen steigern. Und vor allen Dingen wollen wir, dass alle Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung, wählen können und gewählt werden können. Was sind die wichtigsten Herausforderungen für Menschen mit Behinderung, um am politischen Leben teilzuhaben? Die wichtigsten Herausforderungen liegen gar nicht mal so sehr auf Seiten der Menschen mit Behinderungen, sondern auf Seiten der anderen, zum Beispiel der politischen Parteien. Es ist eine Aufgabe der politischen Parteien, Kandidaten und Kandidatinnen aufzustellen und aber natürlich auch dafür zu sorgen, mit entsprechendem Material, auch in leichter Sprache, mit Braille-Schrift, mit Schrifttypen und auch also für gehörlose Menschen, Materialien so aufzubereiten, dass jede und jeder informiert wählen kann. Können Sie über die Entwicklungen in Deutschland berichten? Mich freut sehr, dass wir zum Beispiel in Deutschland eine Behindertenbeauftragte auch auf der Ebene der Bundesregierung haben. Diese vertritt die Interessen der Menschen, also mit Behinderungen. Mich freut sehr, dass zum Beispiel meine Partei, die Sozialdemokratie, auch auf Top-Level-Ebene auch einen Arbeitskreis entwickelt hat, um Menschen mit Behinderungen also verstärkt ins Parteileben einzubeziehen. Und selbstverständlich gehört dazu auch eine Arbeitsgruppe selbst aktiv. Da geht es um die Vertretung der eigenen Interessen. Vielen Dank, Frau Ravert. Dankeschön.